Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Also, Herr Brüderle, wenn Sie hier sagen, dass wir stolz darauf sein müssen, dass in Deutschland immerhin noch das Parlament über Milliardenausgaben öffentlicher Haushalte entscheidet, also dann ahnt man ja und auch mit ziemlicher Sorge, worauf man sich hier in Zukunft noch einzustellen hat. Zur Sache. Wenn ein Unternehmen immer neue Schulden macht, um damit eine Zahlungsfähigkeit vorzutäuschen, die es längst nicht mehr gibt, dann nennt man das im realen Leben Konkursverschleppung. Und wer einen Konkurs verschleppt, der macht sich strafbar und kann dafür im schlimmsten Falle ins Gefängnis gehen. Jeder weiß, dass Griechenland zahlungsunfähig ist und den riesigen Schuldenberg aus eigener Kraft unmöglich mehr bedienen kann. Und jeder weiß im Grunde auch, dass sich darin in Zukunft nichts ändern wird, dass die Situation vielmehr von Jahr zu Jahr und von Sparpaket zu Sparpaket dramatischer wird. Und Herr Schäuble, Sie können doch hier nicht im Ernst behaupten, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen diesem Kürzungsprogramm und dem Wirtschaftseinbruch. Da ist ja der IWF inzwischen weiter. Und deswegen weiß auch jeder, dass es am Ende einen Schuldenschnitt geben wird und dass dieser Schuldenschnitt für Deutschland sehr teuer wird. Die Linke hat übrigens diesen Schuldenschnitt schon 2010 gefordert. Damals hätte er den deutschen Steuerzahler noch nichts gekostet, weil damals hätten die Banken und privaten Anleger diese Kosten tragen müssen und bezahlen müssen. Heute fordern einen Schuldenschnitt der IWF, die Europäische Zentralbank und übrigens sogar der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrates Lauck, der Ihnen ja mittlerweile die gleiche Klatsche gibt wie wir und von politischer Insolvenzverschleppung spricht. Und deswegen hören Sie doch bitte auf, dieses Parlament und die Wählerinnen und Wähler für dumm zu verkaufen. Auch die Bundeskanzlerin und auch Sie, Herr Schäuble. Sie wissen doch ganz genau, dass wir heute nur deshalb über weitere Milliardensummen entscheiden und sie freigeben sollen, damit Sie nicht vor der Bundestagswahl zugeben müssen, dass Sie, Ihre Koalition und natürlich auch SPD und Grüne, die ja immer zugestimmt haben, dass Sie Milliarden deutscher Steuergelder in den Sand gesetzt haben, nur damit dieser Bankrott Ihrer Griechenlandpolitik nicht offensichtlich wird, werfen Sie diesem verlorenen Geld jetzt noch einmal Milliarden hinterher. Ich finde, das ist eine verantwortungslose Veruntreuung von Steuergeld. Und ich muss auch sagen, Herr Steinmeier, wenn Sie hier sagen, dass Sie auch davon ausgehen, dass es einen Schuldenschnitt gibt, ja, dann können Sie doch diesem weiteren Geldversenken nicht zustimmen. Das ist doch wirklich ungeheuerlich, dass Sie dann auch heute immer noch dabei sind. Und wir reden hier nicht über Peanuts. Eingerechnet die Gelder, die jetzt freigegeben werden sollen, sind binnen 2 Jahren fast 200 Milliarden Euro an vermeintlichen Griechenlandhilfen geflossen. Gleichzeitig wurde dem Land das brutalste Kürzungsprogramm zulasten von Arbeitnehmern, Familien, Kindern, Arbeitslosen, Rentnern diktiert, das je in einem Euroland durchgesetzt wurde. Und im Ergebnis sind die griechischen Schulden heute um 60 Milliarden Euro höher als vor dem ersten Hilfspaket. Also wenn das kein Bankrott Ihrer Politik ist, was ist denn das dann? Und die ganzen Prognosen, mit denen Sie arbeiten, das sind doch alles Lügenzahlen, das ist doch alles Augenauswischerei. Griechenland hat eben seit Beginn seiner angeblichen Rettung 20% seiner Wirtschaftskraft verloren. Für das nächste Jahr sind noch mal 8% Einbruch vorhergesagt. Die griechischen Arbeitslosenzahlen sind eine einzige Tragödie, vor allem für junge Menschen. Dieses Land wird auf absehbare Zeit keine Überschüsse erwirtschaften, und mit jedem neuen Sparpaket wird die Situation nur noch schlimmer. Seit letzten Montag haben sämtliche Apotheken in Thessaloniki geschlossen, weil die Regierung seit Monaten kein Geld mehr für Medikamente erstattet. Die Busse fahren nicht mehr, weil die Regierung die Schulden bei den Busunternehmen nicht bezahlt. Dieses Land liegt am Boden. Eine rabiat-faschistische Partei mit Nazi-Parolen und Schlägertrupps sonnt sich in wachsenden Umfragezahlen. Und Sie tun so, als müsste man nur so weitermachen wie bisher, die Daumenschrauben noch ein bisschen anziehen, noch ein paar Milliarden drauflegen, und dann würde es auf wundersame Weise irgendwann wieder aufwärts gehen. Also ich sage Ihnen, das Einzige, was aufwärts geht, und das sehr zuverlässig, sind nach wie vor die griechischen Schulden. Und das Einzige, was Sie mit diesen endlosen Milliarden erreichen, die Sie hier immer wieder verpulvern, das Einzige ist eine Befreiung der privaten Gläubiger Griechenlands, der Banken, der Hedgefonds und der anderen Spekulanten von ihrer Verantwortung und von allen Verlusten.
Denn da fließt das Geld doch eigentlich hin. Es fließt doch gar nicht an den griechischen Staat. Tatsächlich haben wir in diesem Parlament noch kein einziges Mal über echte Griechenlandhilfen entschieden, sondern wir entscheiden immer nur über Hilfen für Banken und Spekulanten. Und selbst die vermeintliche Gläubigerbeteiligung, die war doch, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, eigentlich eher eine Gläubigersanierung, denn überraschender oder auch nicht überraschenderweise haben sich die griechischen Schulden im Ergebnis ja so gut wie gar nicht reduziert. Das einzige Ergebnis ist, dass seither ein noch größerer Teil des Griechenland-Risikos vom europäischen Steuerzahler getragen wird. Und auch heute entscheiden wir nicht über Griechenlandhilfen. Wir entscheiden auch heute wieder über Hilfen für Banken und Spekulanten. Denn schauen Sie sich doch mal an, wo diese 35 Milliarden, die Sie jetzt freigeben wollen, wo die wirklich hingehen sollen. 10 Milliarden sind dafür bestimmt, privaten Investoren auch noch die letzten Griechenland-Einleihen abzukaufen. Und zwar wie üblich zu völlig überhöhten Kursen. Hedgefonds machen Kasse in Athen, hat die Financial Times am Mittwoch getitelt. Und sie hatte recht. Hedgefonds, die im Sommer griechische Anleihen gekauft haben, können mit ihrem Rückkaufprogramm diese Anleihen jetzt mit sage und schreibe 42% Rendite wieder verkaufen. 42% Rendite. Und diese Traumrenditen der Spekulanten finanzieren Sie mit dem hart erarbeiteten Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Ja, sind Sie denn noch bei Sinnen? Die Finanzmafia hat an ihrer großartigen Euro-Rettung schon mehr als genug verdient. Und ich meine, statt ihr immer neue Milliarden in den Rachen zu werfen, wäre es endlich an der Zeit, sie zu einem Totalverzicht zumindest auf den Teil der Griechenland-Anleihen zu zwingen, die sie noch nicht beim Steuerzahler abgeladen haben. Aber auch der zweite Teil, auch der Rest des Griechenland-Pakets, der geht ja auch nicht etwa an griechische Apotheken und Busunternehmen, geschweige denn an Menschen in Not. Dieser zweite Teil wird den griechischen Banken zur Verfügung gestellt, um deren Kapitalausstattung zu verbessern. 25 Milliarden sollen da reinfließen. Warum hält man sich nicht an die Eigentümer und an die Gläubiger dieser Banken? Warum hält man sich sowieso nicht mal einmal an die griechische Oberschicht, die ihren riesigen Reichtum ja gerade dem korrupten griechischen System und damit auch den ganzen Schulden verdankt, die da in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden? Ich weiß auch, dass die griechischen Multimillionäre ihr Vermögen großenteils außer Landes geschafft haben. Aber ganz davon abgesehen, dass die griechischen Banken, die wir jetzt so großzügig beschenken wollen, dass sie daran nicht ganz unbeteiligt waren an diesen Transaktionen, warum werden zum Beispiel Banken in der Schweiz, bei denen griechische Milliardenvermögen lagern, warum werden die nicht unter Druck gesetzt, die entsprechenden Daten offenzulegen? Die USA hat es doch auch geschafft. Die Schweizer UBS zum Beispiel, zu einer Offenlegung sämtlicher Transaktionen 10 Jahre rückwirkend zu bewegen und zu zwingen, übrigens sogar ohne Einsatz von Kavallerie. Ist die Eurozone so viel schwächer als die USA oder will man den griechischen Millionären gar nicht ans Geld? Weil es auch in Deutschland zu ihrem Politikstil gehört, lieber 10-mal der Mittelschicht in die Tasche zu greifen, als auch nur einmal bei den wirklich Reichen zuzulangen. Das ist doch ihre Politik. Und diese feige Politik, die haben Sie von Anfang an auch in Griechenland gemacht. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird Griechenland weiter in den Abgrund taumeln und der deutsche Steuerzahler verdammt hohe Kosten zu schultern haben. Und wem wollen Sie diese absurde Politik eigentlich noch erklären? Wem wollen Sie erklären, dass Sie als christliche Partei für irgendwelche Spekulanten den Weihnachtsmann spielen, während Sie gleichzeitig den Kauf eines Weihnachtsbaums aus den Hartz-IV-Regelsätzen gestrichen haben, weil das offenbar den Bundesetat überfordern würde? Wem wollen Sie erklären, dass hier in Deutschland Straßen verrotten, Schulen verfallen, in Krankenhäusern Dauernotstand herrscht, weil die Länder und Gemeinden mit der Schuldenbremse, mit der sogenannten, stranguliert werden, während sie durch Beschlüsse wie den heutigen Deutschland immer tiefer in den Schuldensumpf hineintreiben? Die Großzügigkeit, die Sie an den Tag legen,
Wenn es um die Sanierung gestrauchelter Finanzspekulanten in Griechenland, in Spanien oder eben auch hier zu Hause geht, die möchte ich einmal erleben in der Frage, wo es um soziale Ausgaben geht. Und da geht es in der Regel um sehr viel kleinere Beträge. Mit den gut 700 Millionen Euro, mit denen die aktuellen Beschlüsse unmittelbar den Bundeshaushalt 2013 belasten werden, könnten Sie in der Bundesrepublik 20.000 Kita-Plätze zusätzlich schaffen. Um die Studiengebühren in Niedersachsen zum Beispiel sofort abzuschaffen, bräuchten Sie gerade mal 100 Millionen. Aber Kitas und Universitäten sind natürlich in einer marktkonformen Demokratie viel unwichtiger als Banken und Hedgefonds. Und abschließend noch was zum Verfahren. Es hat im Rahmen der angeblichen Euro-Rettung ja schon Tradition, über Milliardensummen im Eilverfahren zu entscheiden. Mit der Entscheidung heute ist der gerade letzte Woche geschlossene Haushalt schon wieder Makulatur. Und die meisten von Ihnen ahnen, dass vieles von dem, was hier heute erzählt wurde, in kürzester Zeit auch wieder Makulatur sein wird. Aber ich frage Sie, warum spielen Sie dann alle als brave Marionetten in dieser Fassadendemokratie mit und lassen eine Koalition weiter herumstümpern, die offenbar glaubt, die soziale Realität in Deutschland und Europa ließe sich genauso leicht frisieren wie der Armuts- und Reichtumsbericht? Und diese Frage geht natürlich vor allem an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen. Ich erinnere mich noch gut, wie sich Herr Steinbrück hier vor einer guten Woche am Rednerpult aufgeblasen und die Europapolitik der Kanzlerin in der Luft zerrissen hat. Und Herr Steinmeier hat ja heute auch wieder den großen Kritiker gegeben. Aber was folgt daraus? Nach SPD-Logik folgt offenbar, ich komme zum Schluss, nach SPD-Logik folgt offenbar daraus, sich erneut als brave Abnickerin des Merkel-Kurses zu betätigen. Auch diese Steuermilliarden werden wieder mit SPD-grüner Zustimmung versenkt. Ich denke, das ist jämmerlich für Oppositionsparteien, vermeintliche, und es ist ein Trauerspiel für die Demokratie. Die Linke jedenfalls wird auch diesmal gegen das verantwortungslose Verbrennen von Steuergeldern und gegen den bankenhörigen Europakurs der Kanzlerin stimmen, der Europa kaputt macht, der die Menschen gegeneinander aufbringt und der auf jeden Fall verantwortungslos gegenüber dem europäischen Projekt und den europäischen Ideen ist. Seitdem wir die Geldpolitik aus den Händen gegeben haben, sind alleine die Banken autorisiert, Kredite zu vergeben. Die Wirtschaft des Landes wird somit immer mehr von ihrem Streben nach kurzfristigem Gewinn geprägt, ohne Berücksichtigung des Gemeinwohls. Heute fordern die Banken, nachdem sie zuvor spekuliert und zu viel verloren haben, dass ihnen der Staat unter die Arme greift, unter dem Vorwand, ihr Scheitern würde auch den Verlust der Sparguthaben und der Realwirtschaft nach sich ziehen. Die Büsow will dieser Erpressung ein Ende setzen. Und das ist gar nicht kompliziert. Zunächst muss eine Kommission den wirklichen Zustand des Bankenwesens untersuchen und aufdecken. Dann kann man die Banken in zwei Teile trennen. Auf der einen Seite die, die mit der produzierenden Wirtschaft verbunden sind. Auf der anderen die mit den Spekulanten verbundenen. Die einen werden durch den Staat geschützt und unterstützt. Die anderen bleiben sich selbst überlassen. Auf die Gefahr hin, dass sie schließen müssen, wenn sie es nicht schaffen, ihre Spielschulden zu bedienen. Der Kampf geht los. Machen Sie mit unter www.buso.de. All European Imperialism. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen. Er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs. Es ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen.
Wir wussten, dass das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für alle Mal, von den monetären Systemen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman, ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann, Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte. Es ist wahr, dass wir alle eines Tages sterben werden. Aber werden wir im Elend umkommen, wie diese zusammengebrochenen Gesellschaften? Oder wird unser Tod ein Triumph sein für diejenigen, die nach uns leben? Sie haben die Wahl. Und wenn Sie die richtige Entscheidung treffen, dann werden vielleicht unsere heutige Zivilisation und diejenigen der Zukunft eine Chance haben, in einer ästhetischen Welt zu leben. Einer Welt, in der die Bedeutung unserer Existenz in der Förderung und Pflege der inneren Schönheit des Menschen liegt. Wo wir uns selbst nicht als Bestien, sondern als Geschöpfe der Vernunft betrachten. Das kann unsere Welt sein. Wenn Sie sich dafür entscheiden, wenn Sie zum Verteidiger der Gerechtigkeit werden und wenn Sie das Mitgefühl zu Ihrem teuersten Freund machen und die Wahrheit zu Ihrem Bruder. Ein Sieg ist nicht garantiert, aber garantiert ist, dass die Menschheit in das finsterste aller finsteren Zeitalter stürzen wird, die die Geschichte je gekannt hat. Wenn es uns nicht gelingt, den jetzigen Kurs zu ändern. Schwarz-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Rot-Grün. Haben wir alles schon gehabt auch, oder? Fragen Sie mal den Hartz-IV-Empfänger, was ihm lieber ist, Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Rot-Grün kam 1998 dran. Da hatten wir jahrelang drauf gehofft damals. Das Kohlregime war weg. Die Umverteilung von unten nach oben sollte endlich aufhören. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Steuern für die Besserverdiener gesenkt. Erstmal haben Eichel, Schröder, Trittin und Joschka Fischer den Besserverdienern 10% der Steuer geschenkt. Sie haben die Einnahmen dieses Staates völlig ohne Not ruiniert. Mit dem Argument, wenn wir die Steuern senken, kurbeln wir die Konjunktur an. Das war das Argument. Die Einnahmen verringern, damit es klappt. Sie haben die Unternehmenssteuern gekürzt, Sie haben die Körperschaftssteuer reduziert, die Kommunen sind damals fast pleite gegangen an der fehlenden Gewerbesteuer. Sie haben die Hedgefonds ins Land geholt, weil sie die Unternehmensverkäufe steuerfrei gestellt haben. Auf einmal war es interessant, Unternehmen aufzukaufen, mit Schulden zu kaufen, ein paar Leute zu entlassen, das Unternehmen mit Gewinn weiter zu verkaufen und den Gewinn steuerfrei einzustreichen. Das alles gab es vorher nicht. Das hat Rot-Grün ins Land geholt. Und dann, als sie gemerkt haben, der Aufschwung kommt nicht, wir kriegen Probleme. Was haben sie da gemacht? Anstatt die Einnahmen des Staates wieder zu stabilisieren, haben sie gesagt, wir müssen sparen und haben bei den kleinen Leuten die Kohle weggeholt. Hartz IV haben sie gemacht. Das ist Fördern und Fordern. Fördern bei den Reichen und Fordern von den Kleinen. Das ist Rot-Grün. Und deshalb ist der Gauck auch ihr Kandidat. Natürlich. Rot-Grün macht keine Politik für die kleinen Leute. Die gehören dazu, zur ganz, ganz großen Koalition. Und deshalb ist es egal, wer da mit wem, wann, wie und wo. Das sind alles Schaukämpfe. Ich mache seit 29 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich habe diese Koalitionen alle schon hinter mir. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die mixen wir in ständigen Wechseln auf Landes- und Bundesebene. Wir hatten auch schon Ampel und Schwampel und Hampel. Alles haben wir schon gehabt. Ich mache seit 29 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Bildung, über Staatsverschuldung, über Steuergerechtigkeit, über Arbeitslosigkeit. Jetzt zeigen Sie mir mal einen von diesen zentralen Bereichen, wo wirklich was besser geworden ist. Durch die Politik dieser fünf Parteien. Wo ist was besser geworden? Bei der Rente. Wie viele Jahrhundertreformen bei der Rente haben Sie schon hinter sich? Ist da was besser geworden? Was ist mit der Bildung? Wie viele Jahrhundertreformen bei der Bildung haben Sie schon erlebt? Ist das, was aus den Schulen heute rauskommt, besser als vor 30 Jahren? Sind die Schulen besser? Was ist mit den Kindergärten? Ist da was besser geworden?
Was ist denn hier beim Gesundheitswesen? Die Reformen im Gesundheitswesen, die jagen sich hier immer kürzeren Abständen. Ist im Krankenhaus was besser geworden? Ist für die Ärzte was besser geworden? Ist für die Patienten was besser geworden? Wo ist was besser geworden? Alle jammern, alle meckern, alles wird immer schlimmer. Die Arbeitslosigkeit, ist die besser geworden oder ist es nur umetikettiert worden? Die Staatsverschuldung. Haben diese 5 Parteien in den letzten 30 Jahren die Staatsverschuldung auch nur einen einzigen Tag gesenkt? Die ist explodiert, die Staatsverschuldung. Zeigen Sie mir einen Bereich. Steuergerechtigkeit. Wie oft haben die das Steuersystem schon transparenter gemacht? Man kann es kaum nur erkennen, ne? Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen zentralen Bereich in unserer Politik, wo sich durch die Politik dieser 5 Parteien irgendwas im Positiven gewendet hat. Kommen Sie nicht mit Dosenpfand. Oder mit grüner Punkt oder sowas, ne? Getrennt sammeln, vereint deponieren, so ein Quatsch. Ich meine einen zentralen Bereich unserer Politik, wo durch die 5 Parteien irgendwas besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann nichts besser werden, weil die sich alle innerhalb desselben Argumentationskreislaufes des kapitalistischen Wirtschaftssystems bewegen. Die glauben immer noch, dass es jeder schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt. Man muss die Hartz-IV-Empfänger nur in den Arsch treten, damit sie aus dem Quark kommen. Jeder kann es schaffen. Dieser Mythos ist immer noch da. Jeder kann es schaffen. Und der Grieche ist selber schuld, wenn er jetzt im Dreck sitzt. Der soll halt arbeiten. Jeder kann es schaffen im Kapitalismus, ja, aber nicht alle. Sie wissen selber, dass es jede Menge Berufe gibt, wo Sie sich den Arsch abhalten können und niemals auf den grünen Zweig kommen. Weil Kapitalismus ist wie Lotto. Da kann auch jeder Millionär werden, aber eben nicht alle. Immer nur einer. Dieses Wirtschaftssystem führt zwangsläufig dazu, dass einer größeren Gruppe immer schlechter geht, einer kleinen Gruppe immer besser. Und das war auch immer schon so. Und wir hat es immer schon diese Niedriglöhner gegeben. Davon haben wir immer unseren Reichtum finanziert. Wenn Sie für 27 Euro nach Mallorca fliegen wollen, von einem Flughafen aus, da muss einer für 1 Euro die Klos putzen, ne? Sonst geht das nicht. Aber wenn er 27 Stunden putzt, kann er ja auch mal fliegen.